Und wie immer starten wir einen wunderschönen Tag, oder? Auch wenn das Wetter jetzt mal gerade so ein bisschen gräulich ist. Ist es gräulich? Ja, es ist ein bisschen gräulich. Aber es regnet noch nicht. Wir sind aber guter Dinge und ich vor allem, weil ich darf bei euch sitzen. Und von rechts nach links, Ladies first oder von links nach rechts? Kommt drauf an, wo man jetzt das Bild oder wie man das Bild sieht. Zur Rechten, die Dame, die ihr Herrchen und Frauchen anguckt, das ist Rebecca. Ein Königspudel. Total dreckig ist. Ein total cooler Hund, genauso wie die ganze Familie. Das muss ich ehrlich sagen. Wir haben uns die letzten 48 Stunden schon relativ intensiv, 18 Stunden am Tag beschnuppern können. Vor allem die Hunde. Und da gibt es noch mehr. Der Carlos ist noch da, der Noah, der ist gerade im Fahrzeug. Und ihr beide stellt euch besser mal selber vor. Ja, ich bin die Deborah und wir reisen mit unserem Van Konstantin durch die Welt und haben da einen ganz besonderen Anspruch an unser Reisen, denn wir wollen nicht einfach Urlaub machen, sondern wir wollen das Land eintauchen. Ja, und ich bin der Max. Ich muss halt immer fahren. Das ist halt mein Hauptjob. Und manchmal bekomme ich auch eine Kamera in die Hand, aber das dann darf ich auch mal ein bisschen was filmen. Aber das ist nicht so gut, wie das meine Frau macht. Also wirklich, sie macht so einen geilen Job. Dankeschön. Ja, aber hallo. Sitzen wir beim Camper Tobi. Genau, bei der unserem Freund Camper. Camper Tobi, oh mein Gott, ich komm zu wirklich. Dir gefliegt. Vor allem das Gefliegt. Ich danke euch recht herzlich. Noch nie hat jemand so was Schönes wie gesungen. Das ist wie Geburtstag haben. Nur ohne Geburtstag. Ihr seid Carlos, so singt, Carlos singt sogar mit, Tobi. Ihr seid so cool. Ja, stimmt. Carlos meldet sich auch schon. Den filmen wir natürlich auch noch. Worum es Ich kann nicht mehr, herrlich. Wir haben so eine coole Clique. Wir haben auch gestern Abend noch ein bisschen zusammengesessen, nennen wir es mal so, oder? War wieder sehr entspannt. Wir haben Lagerfeuerbewachung gemacht. Hier auf der Caravan Depot in Rendsburg. Rundum hört ihr schon, die Menschen finden sich schön langsam ein. Es ist natürlich jetzt 10 Uhr, kurz nach Messestart. Die Sendung seht ihr heute Nachmittag um 17 Uhr. Also wenn ihr jetzt einschaltet, dann ist alles gut. Und ihr habt einen echt ganz besonderen Style. Das ist nicht einfach in der heutigen Zeit von Social Media. Ihr seid so liebenswürdig crazy, dass es echt richtig pfeift, muss ich ehrlich mal sagen. Max und ich werde für immer dein Bodyguard sein. Wir haben einen Größenunterschied von ca. 40 cm. Das sieht auch immer sehr lustig aus. Die Leute lachen sich kaputt. Das ist so genial. Man sieht sich und hat sich sofort irgendwie total gern. Das ist Sympathie. Ihr merkt das auch hier in der ganzen Szene, glaube ich. Manche kennen sich ja schon länger, aber hier ist echt, wer passt, ist offen. Ja. Und die Herzen gehen auf und der Rest wird sich dann sowieso nicht einfinden können in der Szene. Aber ihr seid ein echtes Paradebeispiel. Mal Respekt, dass ich euch kennenlernen durfte. Das ist schön. Auch die Nachbarn, wirklich, haben wir gestern gefilmt. Alle verstehen sich untereinander und alle ziehen am gleichen Strang. Wie sieht der Strang aus bei euch? Ich meine, ihr macht Videos auf Insta hauptsächlich, oder? Macht ihr auch schon YouTube? Ja, tatsächlich hatten wir erst YouTube und dann Insta sind wir da so reingeschlittert. Und ich bin irgendwann zu Max gegangen und wollte einen Film machen, aber dieser Film hat auch einen ganz bestimmten Hintergrund. Wir sind nach Albanien gereist und es ging eigentlich darum, dass meine Mama, die hat vor anderthalb Jahren einen Schlaganfall gehabt und ich habe gemerkt, dass wir hier in dieser Gesellschaft für sowas gar keinen Platz haben, wenn es dir schlecht geht. Denn mir ging es danach richtig schlecht, obwohl meine Mama das sehr gut überstanden hat. Und dann hat jeder von uns verlangt, einfach so weiterzumachen und deinen Job weiterzumachen und mach deine Probleme nicht zu unseren. Und irgendwann habe ich dann zu Max gesagt, das muss doch irgendwo anders sein. Irgendwo wird man doch noch Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe und sowas finden. Und Max kommt gebürtig aus Kasachstan und sagte, du, bei uns war das ganz anders. Er war mal weg als Kind, Kirschen sammeln auf dem Baum. Und danach hat das ganze Dorf nach ihm gesucht. Und er hat sie sogar gesehen, hat sich nicht gerührt. Also so wie Kirschen, er heute ist. Die Kirschen waren einfach zu lecker. Ja, und dann hatten wir uns überlegt, welches Land. Und zuerst hatten wir tatsächlich die Mongolei auf dem Schirm. Aber das war einfach von der Entfernung her nicht möglich und noch ein paar andere Punkte. Und dann haben wir weitergeguckt und sind auf Albanien gestoßen. Und haben uns dann dort auf die Suche nach dem wahren Reichtum im Leben gemacht. Und ich kann so viel vorweg nennen. Unser Film heißt Lumturi, das heißt übersetzt Glück. Und das haben wir auch dort gefunden, wirklich. Das werden wir natürlich auch linken. Unbedingt, den Film müsst ihr sehen. Also ich finde, das ist ja schon Cinema-Style, wirklich. Also von den Schnitten her. Ich glaube, du bist ja so die Kreative. Habe ich das rausgehört?
Ja, da steckt es. Die mit dem Schneiden, das Gefühl hier wirklich der Hammer. Ich habe reingeteasert, konnte jetzt noch nicht den ganzen Film sehen, aber wenn man diese einzelnen Sequenzen schon sieht, ich habe ganz kurz was eingeblendet, eingefangen. Hammer! Das ist echt richtig, richtig cooler Shit, wie man heutzutage sagt. Aber eben nicht als cooler Shit, sondern das geht in die Tiefe, das geht ins Herz. Also, da ist von allem was dabei. Du bist ja sowieso der Hammer. Aber schaut euch das an, da kann man eigentlich jetzt gar nicht lang genug erzählen darüber. Es ist schon sehr interessant gemacht. Ja, wir hatten auch tatsächlich ein Angebot vom Fernsehsender, haben das am Ende abgelehnt, weil es uns wichtig war, dass der Film kostenlos zugänglich ist. Für jeden, dem es vielleicht so ging wie mir, dass es ihm schlecht ging oder vielleicht einfach den Blick auf was anderes mal schärfen möchte. Und deswegen haben wir uns für die Veröffentlichung auf YouTube entschieden und haben gesagt, hey, wir stellen den Film auf freiwilliger Spendenbasis für jeden kostenlos zugänglich, unabhängig von seiner finanziellen Situation. Und ja. Wie lange dauert der Film? Also es ist ein 90-minütiger Full-Movie. 90, ganz klar. Ja, ich habe nur jetzt genau gewusst. Thematisiert auch viel. Also es geht nicht nur darum, wie wir als Familie reisen, sondern er thematisiert wirklich auch ganz viele Themen, die Albanien betreffen. Und wir sind über die Magistrala über Kroatien gefahren und auch da werden wir einige Themen haben wir aufgegriffen und ein paar Interviews bekommen. Und Albanien haben wir jetzt schon gehört. Also Mongolei, das kommt bei euch sicher noch. Ich hoffe mal, dass sich die Situation noch alles so beruhigt, möglichst schnell, dass man alle diese Ziele auch wieder anfahren kann. Albanien denken ja viele, oh, und ihr habt ja die Erfahrung selber gemacht. Mann, das könnte ja gefährlich sein. Ich kenne es selber, ich habe es auch schon kurz besucht, möchte unbedingt wieder hin, weil das ist, erzählt es selber, unglaublich gastfreundlich, ehrlich. Die Menschen sind unheimlich gastfreundlich, die Menschen sind sehr herzlich, nicht herzhaft, wie ich in diesem Film sage, aber die sind sehr herzlich, die Menschen. Wenn du irgendein Problem hast, da halten da drei Autos an und fragen, ob die dir helfen können. Ja. Nein, ich hatte kein Problem zum Glück, aber allerdings musste ich Wischwasser auffüllen und die Motorhaube dafür aufmachen. Es ist, du kommst hin, du lächelst die Menschen an, die lächeln dich zurück, die laden dich auf ein Getränk ein. Das heißt aber nicht, dass man da überall eingeladen wird, aber es ist auch nicht etwas kostenlos bekommt, sondern es geht darum, dass die Menschen dir was geben möchten. Und wenn du etwas bekommst von den Menschen, da musst du das annehmen. Das ist in Albanien, Gastfreundschaft ist in Albanien Nummer eins. Und danach kommt erst die eigene Familie. So ist es wirklich. Und für die Albaner ist es einfach nur eine Ehre, wenn du ihre Gastfreundschaft annimmst. Und darüber freuen sie sich unheimlich. So empfindet es ausnahmslos jeder, mit dem ich gesprochen habe, der in Albanien war. Jeder. Und diese Landschaft dazu, diese Pässe, die du da fahren kannst. Ich kenne Gänsehaut. Ich auch gerade. Also wow. Das ist so traumhaft. Wirklich wow. Fahrt dort hin. Das kann man mal jetzt gleich vorwegnehmen. Besucht dieses Land, wenn ihr die Möglichkeit habt. Also wir sind damals, haben wir tatsächlich auch ganz viel Kritik bekommen von außerhalb. Also Freunde von uns haben gesagt, ich finde das total Mist, dass ihr das macht und verantwortungslos, dass ihr mit euren Kindern dahin fahrt. Und wir wollten eigentlich, war der Plan tatsächlich so ganz ohne Vorurteile rein, aber wir haben die so richtig in den Kopf reingepflanzt bekommen von anderen Leuten. Und in Montenegro hat sich das sogar noch zugespitzt. Da wollten wir ein Boot mieten, weil der Maxi hat einen Bootschein. Und da sagte er, nee, in Montenegro geht das wohl irgendwie nicht, ohne dass du einen Skipper dazu buchen musst. Das war dann für uns uninteressant. Und dann hatte Max beiläufig gefragt, hey, wie ist denn das in Albanien? Der war voll entsetzt und sagte, hey, ihr wollt doch nicht nach Albanien. Da sagen wir, doch, das ist das nächste Land. Das könnt ihr nicht machen. Spätestens über der Grenze bekommt ihr einen Kopfschuss. Da waren wir total geschockt, weil das ist ein Nachbarland. Ja. Heute bin ich davon überzeugt, dass das daran liegt, dass sie den Tourismus im eigenen Land behalten wollten. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Montenegro, dass das der Glaube wird, dass Albanien wirklich gefährlich ist. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ja, wir sind in Albanien rein und direkt in so ein Armenviertel gelandet und waren schon sehr geschockt. Und Max als Hundeliebhaber wollte gar nicht erst wahrhaben, dass das Straßenhunde sind und war dann ganz geknickt, als er irgendwann realisiert hat, hey, das sind wirklich Straßenhunde. Und dann haben wir uns entschieden, erstmal, das ist nun mal nicht typisch für uns, auf den Campingplatz zu gehen und erstmal eine Nacht zu schlafen und überlegen, was machen wir. Ich war schon so weit, weil ich tatsächlich in meinen verwöhnten Augen dachte, oh, jetzt fahren wir wieder morgen und dann können wir sagen, wir waren in Albanien und alles ist gut. Und haben uns dann aber entschieden, nochmal genauer hinzuschauen und sind am nächsten Morgen in die Stadt Shkodra. Und da war eine Situation, die uns in dem Moment tatsächlich genau da gepackt hat, wo sie uns packen musste. Da waren
auf dem anderen Straßenrand ein Mann, so ein Kerl, so richtiger muskulöser Mann. Und der winkte Max ganz freundlich und uns. Und dann hat er zurückgewunken und dann hat er gesagt, so, dass wir zu ihm kommen sollen und hat auf Englisch zu uns gesagt, hey, wir sollen doch hier was trinken. Ja, und so deutsch wie unsere Einstellung war, haben wir gedacht, ja, der will sicher hier den Laden unterstützen. Haben das aber doch gemacht, weil da kostet so ein Getränk nur zwischen 40 bis 60 Cent. Und ja, dann haben wir uns hingesetzt, haben was getrunken und haben uns nett unterhalten und irgendwann steht er auf, geht rein. Dann hat er uns einen schönen Tag gewünscht und als wir bezahlen wollten, war unsere Rechnung schon bezahlt. Wahnsinn. Und da haben wir auch mit den Ohren, ja. Ja, und da haben wir einfach gemerkt, diesen Menschen ist es wichtiger, mit dir Zeit zu verbringen, ja, als Geld, weil Geld würde ihnen eh nicht helfen, ja, aber diese Zeit, die wissen, den Fokus liegt ja auf wichtigeren, ja, Dingen. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, hey, wir bleiben, weil hier sind wir genau richtig. Und dann haben wir das Land bereist und ja, wenn man Albanien mit dem Herzen sieht, sage ich immer, dann wird man dort nur Schönes finden. Ne, auch wenn Albanien seine Baustellen hat. Ich war noch nie so still auf der anderen Seite der Kamera. Ich lausche euch gern. Das ist echt toll. Aber das, was keiner weiß oder was viele nicht wissen, Albanien ist das Land eines der besten Länder für Freisteher. Also das pure Freisteherland. Du kannst in Albanien direkt am Meer stehen, du kannst in den Bergketten stehen, du kannst überall stehen und die Menschen finden das toll. Allerdings muss ich natürlich einen Appell an alle richten, wenn ihr als Freisteher steht, bitte räumt den Müll weg. Ja. Euren eigenen Müll, nehmt ihn mit. Sehr gut. Und das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil keiner möchte den Müll von Freistehern irgendwo rumliegen haben. Wir haben genug Tüten dabei und es gibt überall Container, wo man Müll direkt wieder reinschmeißen kann. Ja, danke. Das ist ganz wichtig. Es ist auch immer wieder dazwischen. Bitte anständig benehmen und der Natur den Respekt zollen, den sie verdient hat. Ist nicht schön, wenn man dann immer sowas sieht. Dann, da ist schon angesprochen, du reitest gerne, habe ich gehört. Gell? Ja. Guck mal auf Insta bitte, ich blende natürlich unten in der Videobeschreibung alles ein. Ihr müsst diese Seiten sehen. Ihr seid unglaublich tiefgehend, ja, mit Film und allem. Und wir tauchen immer sehr gerne in das Land ein. Das ist aber auch ganz super wichtig. Crazy auf der anderen Seite. Ja. Also herrliche Clips gesehen. Also die Szene ist auch im Film. Weil wir wurden, ach okay, super. Ja, wir wurden, haben ja auf sehr viele tolle Menschen getroffen und haben ganz tolle Erlebnisse mit denen gehabt und irgendwann sagte einer, ey, ich habe Pferde, komm, geh doch mal eine Runde ausreiten. Und Max musste dann ohne jegliche Reiterfahrung auf dieses Pferd und das war schon eine sehr lustige Situation, ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, es war einfach witzig. Und wir mussten tatsächlich alleine ohne ihn mit den Pferden los. Dann habt ihr auch natürlich eine Drohne verloren, also spektakulär, das glaube ich kommt auch alles ein bisschen vor oder dann eben bei euch in Insta mal zu gucken. Es gibt viel zu gucken. Ja. Haben wir ja schon das ein bisschen publiziert. Mhm. Aber die Drohne, das war so eine schöne Geschichte. Wir waren jetzt dieses Jahr wieder in Albanien und haben festgestellt, hey, unsere Drohne ist kaputt gegangen, Fernbedienung kaputt, also ich brauche eine neue Drohne. Sind wir nach Bosnien gefahren, haben in Bosnien einen Händler aufgesucht, der die Drohnen vertreibt und ja, uns eine relativ teure Drohne mit 1.200 € angeschafft, weil wir gedacht haben, das wird unsere Qualität des Filmens aufwerten. Da achten wir extrem drauf. Ich fliege über die Bergpässe von Albanien, habe die geilste Szene überhaupt aufgenommen mit unseren zwei Vans, weil wir waren zu zweit mit der Roadtrip Family unterwegs und haben festgestellt, das war nicht wir. Flieg über die Wohnmobile und plötzlich ist die Drohne weg. Signal verloren. Ich habe nächsten 3 Stunden auf dem Bergkette die Drohne gesucht, die war weg. Ich habe 2 Tage noch versucht, die Drohne zu finden. Meine Frau ist so ein bisschen am Rädchen gedreht, weil sie dachte, oh Gott, mein Mann ist in der Bergregion von Albanien verschwunden. Oh, das hat sich komisch angehört. Ja, das ist ein Müller. Vielleicht ist das eine Show vor da drüben. Und ja, das, ja, auf jeden Fall war die Drohne weg und ja. Sachen passieren, die in Albanien, die vielleicht nicht immerhin so passieren sollten. Aber dem ist so. Und du hast es schon angesprochen, ich meine, nicht nur du hast die große Hundeliebe. Man merkt, das ist ja hier alles Familienmitglieder. Man sitzt bei der Hingabe, mit der sie euch anschaut die ganze Zeit. Ihr habt Straßenhunde mitgenommen oder vermittelt.
Ja, also das ist auch etwas, um nochmal den Punkt zum Instagram-Account aufzunehmen. Uns ist es immer wichtig, dass wir das Leben zeigen, wie es wirklich ist. Weil ich glaube, wenn man das einfach nicht macht, wird irgendwo auf der anderen Seite sich jemand schlecht fühlen, weil er dieses perfekte Leben, was er irgendwo gezeigt bekommt, nicht hat. Und deswegen zeigen wir auch Situationen, wenn es einfach nicht so schön ist, wenn die Kinder sich total gestresst vielleicht einfach mal streiten, und weil das dazugehört. Und es gehört auch dazu, als Eltern mal gestresst zu sein und vielleicht auch mal rumzumotzen. Klar, und sich gegenseitig einfach mal gerade blöd zu finden. Ja, und für uns gehört aber auch dazu, auch die unschönen Dinge oder auch mit anzupacken. Und so sind wir dieses Jahr in Albanien auf der Straße mit einer Organisation, haben dort 2 Tage ausgeholfen und haben der Organisation unter die Arme gegriffen bei ihrer Arbeit, sich um die Straßenhunde zu kümmern. Und denn die machen echt einen ganz tollen Job. Die kümmern sich nicht nur darum, dass Tiere, die auf der Straße nicht zurechtkommen, einen Platz finden, sondern die kümmern sich auch darum, dass die Tiere kastriert werden und die Population von den Hunden auf der Straße einfach runtergeht. Ja, und die ERSA, die hat einen ganz tollen Erfolg dort schon dieses Jahr erleben können, dass die Population wirklich ordentlich runtergegangen ist. Sie hatten viel weniger Welpen als letztes Jahr. Und das war einfach auch schön mit anzusehen. Und vor allem war das schön zu sehen, du kannst mit anpacken und kannst deinen Beitrag dazu beifügen und nicht einfach nur sagen, hey, das ist aber schlimm anzusehen, sondern zu sagen, okay, dann packe ich halt mit an. Ja, lass uns was tun. Ja, genau. Also die Hingabe, die ihr habt, ist euch anzusehen. Und ich kann euch draußen an den Bildschirmen nur sagen, gebt euch die 90 Minuten und seht euch den Film an. Das ist ein schöner Kinoabend zu Hause. Wir würden uns sehr freuen. Echt wahr. Also es gibt noch viel mehr zu entdecken. Wir haben jetzt 16 Minuten auf der Uhr und ihr wisst ja, wie das mit YouTube ist. Ich kann nicht so tolle Filme machen wie ihr, deswegen kann ich das nur teasern und lege euch das nochmal ans Herz. Und der Noah, der meldet sich schon von drin. Das ist nochmal kurz abgefasst ein Knaus. Genau. Ein CUV. Genau. Mit 6 Meter. Von der Stange. Die hohe Version, ich stehe nochmal kurz auf und zeige den Schlumpf von außen. Ich sage immer Schlumpf, weil da hast du eine schöne Schlumpfmütze vorne runter. Aber es ist für euch ja prädestiniert, oder? Mit der Schlafmöglichkeit. Ich habe den Wagen mal vorgestellt auf der Messe. Kann auch mal einen Link reinhängen, dann kann man da in Ruhe reinschauen. Den habt ihr euch ad hoc ausgerüstet. Habt auch in Albanien keine Probleme, oder? Ein bisschen hier mit den Geländereifen. Dank ORC nicht. Die haben uns das Auto hochgebockt und so konnten wir dann auch ein bisschen tiefer rein. Straßen nutzen. Ich glaube, die haben teilweise noch kein Wohnmobil in ihrem Leben gesehen. Das war schon ganz cool. Also die Quadfahrer haben sehr, sehr komisch geguckt, als sie uns gesehen haben. Also dass wir da standen, wo normalerweise nur die Quads fahren. Ja, aber das ist ja wichtig, dass man auch solche Sachen bedenkt. Manche denken, ihr müsst aber das nicht haben, wenn ihr nach Albanien fahrt, liebe Zuschauer. Nein, das geht auch mit dem Vollintegrierten, wie der Onkel Opa Tobi. Das geht sogar mit dem Wohnwagen. Wir haben sogar Wohnwagen gesehen. Also in Albanien sind wir mit dem Fahrzeug in Serienausstattung gefahren, ohne Hörlinge, ohne gar nichts. Und das hat wunderbar geklappt. Man muss vielleicht manchmal ein bisschen langsamer fahren, aber das funktioniert. Viele denken ja, okay, Albanien ist das, dieses Land, die Kosten stehen natürlich immer im Vordergrund, wenn ich einen Urlaub mache. Ist das auch ein Land, wo man immer noch oder hat man den normalen westlichen Standard erreicht oder ist es ein bisschen günstiger aufgrund des Albanien hat ja doch länger gebraucht und kommt jetzt erst so richtig in Schwung. Also, kann man da irgendwie so eine Einschätzung geben? Tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass wir möchten, dass die Leute hinfahren, weil es günstig ist oder den Anspruch haben, alles ganz billig sein und sich dann nachher ärgern, wenn man 2 Euro mehr bezahlen muss. Aber nicht etwas geschenkt bekommen. Genau. Darum spreche ich das an. Ganz wichtig. Aber vom Essen her ist es so, wir haben zu viert, also wir haben ja 2 Kinder, mit Nachtisch, mit Getränken 15,80 Euro bezahlt und wir hatten Fleischgerichte, traditionelle Fleischgerichte. Ja. Und kochen so lecker. Wir waren so satt und das Essen in Albanien, das ist wirklich so gut. Mhm. Wir haben wirklich nirgendwo schlechtes Essen gefunden. Und seid ihr über die Küste eingereist oder übers Hinterland, über Serbien reingekommen? Wir sind über die Küste gefahren. Wir wollten die Jadranska Magistrala in Kroatien einmal komplett durchfahren. Auch eine wunderschöne Straße. Sollte man in seinem Leben unbedingt einmal gefahren. Eine der schönsten Straßen überhaupt. Das stimmt, ist eine der schönsten Straßen der Welt. Also das zählt sie auch. Aber auch zu einer der gefährlichsten Straßen. Aber da fahren halt dann wieder weniger hin, weil sie immer denken, ja eben der Albanien-Faktor kommt wieder dazu, den man im Kopf hat. Man hat diese Vorurteile. Ja, ist so. Das stimmt. Aber der Fahrstil auf der Magistrala ist schon heiß. Da muss man in den Fluss kommen. Das denke ich mir. Ach, wenn ich die Bilder so nebenbei sehe, dann will ich euch gar nicht zu viel zeigen. Ich schwenke noch mal kurz rüber. Und das ist halt wirklich so, wie ihr tickt, wie ihr seid und dann eben phänomenal aufbereitet.
Großstadt, Kleinstadt, Tirana gesehen, alles, ja. Tirana haben wir ausgelassen, tatsächlich. Habt ihr ausgelassen, okay. Weil, das kommt aber nochmal. Ja, wir sind dieses Jahr durch Tirana, aber im Film haben wir es ausgelassen, weil wir wollten, da wo es so richtig ursprünglich ist. Wir sind in ganz kleine Dörfchen gefahren, wo einer ein Polizist uns sein Dorf gezeigt hat, eine Stunde lang. Dann sagt er irgendwann, die ganzen Leute reden über euch. Und da sage ich, warum denn? Und dann sagte er, ja, die albanischen Jungs haben alle dunkle Haare und euer hat blonde Haare. Und das haben die hier bisher nur im Fernsehen gesehen. Okay. Also so tief sind wir in so ein ganz kleines Dörfchen rein, wo wirklich noch mit Eselskutschen die Sachen durch die Gegend gefahren werden. Ja. Und die Leute einfach so, ich sag mal, back to basic oder nie da rausgekommen sind, gewesen sind. Aber das war schön, diesen Minimalismus zu sehen. Selbstversorger, die gar nicht so viel brauchen, wie wir es hierzulande gewohnt sind. Und ja, in dem Film sage ich als letzter Satz, eigentlich ganz wichtig, dass wir heute die Welt mit anderen Augen sehen. Und so ist es auch. Das verändert einen. Das verändert einen total. Wie geil ist das? Und manchmal denke ich mir, so wie sie euch anhimmelt hier, die kann das stundenlang, oder? Das kann sie tagelang, wenn sie es also möchte. Falls irgendjemand jetzt an der Stelle erst reingezappt hat, das ist wirklich ein Hund. Ich saß jetzt teilweise minutenlang regungslos da und hat dich angeguckt. Das ist die Dankbarkeit und das ist schön. Ja. Und ich danke ganz genauso. Nein, wir haben dir zu danken, Tobi. Ach, alles Tobi. Du bist wirklich ein ganz, ganz toller Kerl. Hör auf jetzt. Aber ich glaube, die Leute, die wissen, die die Arbeit hier jahrelang verfolgen, wissen, dass es mehr gibt, als nur Wohnmobile herzuzeigen. Ja. Ein wichtiges Storytelling, Menschen vorstellen und die richtigen finden. Dankeschön. Und es gibt geile Hundehalsbinder. Guckt auf die Homepage, steht alles unten drin. Und schaut mal, wie viel Mühe man sich gibt hier. Mit allem. Konstantins Diary. Dankeschön, Tobi. Ey, alles gut. Gibt's kein Danke. Hat mich gefreut, war mir eine Ehre. Und in diesem Sinne, machen wir weiter. Ich bin jetzt gerade so melancholisch ein bisschen. Ich würde mir jetzt am liebsten gleich den Film anschauen, weil wir ein bisschen den Messetag noch machen. Aber gleich kommt ja unser Vortrag, Tobi. Oh ja, lustige Vorträge. Von uns allen. Und den Vortrag von euch beiden zeichnen wir mit auf und dann hängen wir den die nächsten Tage dann mal hinten dazu, oder? Dann können wir tiefer cool reingucken, dann habt ihr alle Möglichkeiten. Dieses Video, das Video und den Vortrag. Der Hammer. Wow. Tschüss. I love you. We love you.